So, wir sind wieder bei Let's Play Together Stardew Valley. So. Ein Hip explodiert an Eisendingern. Ja, ich habe halt ein paar Schmelzöfen gebaut und die auch direkt bestückt. Ja, möglicherweise hat die eine Krähe uns mal wieder beraubt, weil der Einflussradius von der Vogelscheuche auch mal nicht ausreichend groß war. Sehr gut. Ja, passiert. Blumenkohl brauchen wir für irgendwas. Ja, für den einen Auftrag. Nicht ernten. Ich habe den schon geerntet. Achso. Ich hatte nur vor, nicht wegzuwerfen. Brauchen wir Boden auch für das Community Center? Ja, ne? Ja, deswegen haben wir die angebaut. Ach ja, die Sterntaler-Umschau hat mich belohnt. Nein, hat mir einen Brief geschrieben, dass ich mich ganz toll finde. Das ist sehr schön. Ja. Ich hole mal eben kurz noch den ganze Saatgut aus dem Haus. Oh, eine einsame Kartoffel haben wir jetzt. So. Ja, komm, die paar Pastinaken packe ich jetzt dahin, wo es ungedüngt ist, weil mir der Dünger zu teuer ist. So, die brauchen ja nur 4 Tage. Na gut. So. Jetzt gucken wir mal eben wegen dem Community Center. Genau, da brauchen wir nämlich noch eine grüne Bohne für das Bündelnutzpflanzen Frühling. Waren das oben? Ja, ne? Oben, ja. Sonst Nutzpflanzenqualität, da haben wir nichts von. Tierbande. Ah, sehr komplett. Schön. Sehr gut. Geschwindwachs, dünner. 20 Mal. So. Das heißt, die Erdbeeren brauchen wir gar nicht. Interessant. So, Jodys bitte. Wer war Jody? Nein, vielmehr, wo ist sie? Hm. Ja, das müssen wir gleich nochmal nachschauen. Übrigens, wenn du eh alleine gießt, kannst du auch gerne die Kupfergießkanne nehmen, ne? Okay. Wir brauchen einen Kupferbarren, einen Eisenbarren und einen Goldbarren für den Heizraum. Okay, ich glaube. Ah, dieses Feuerquarz, das brauchen wir auch für den. Aha, okay, und einen Solaressenz brauchen wir auch für das Ding. Na, na dann. Deswegen sollte man immer alles aufbewahren. Und ich finde gerade das Community Center macht man halt doch über einen sehr langen Zeitraum verteilt quasi. Dauert schon eine Weile. Das dauert wirklich ewig. Vor allem wenn man das am Anfang noch nicht weiß, also wenn man nicht am Anfang dann darauf achtet, dann verlängert das die Leidensgeschichte ungemein. So. Mal das Pastinaken-Saatgut, das packen wir nirgendwo hin. Ja, die Erdbeeren, die packe ich dann in Verkauf, ne? Hm. Von dem Blumenkohl kann ich eigentlich auch ein bisschen was verkaufen. So. Jetzt mal eben noch den einen Kupferbarren. Hast du schon einen Kupferbarren hier rausgenommen? Ja. Okay, dann bräuchte ich noch einen Kupferbarren. Verdammt. Ich wollte das jetzt ins Community Center bringen. Ja, ich dachte, dass wir das vielleicht für irgendein Werkzeug-Upgrade eher verwenden. Haben wir nicht genug Kupfererz? Nein. Hm. Weil ich noch Öfen gebaut habe, deswegen haben wir jetzt nicht mehr so viel Kupfererz. Ja. Dann müssen sie mich eventuell verfolgen. Vielleicht sind sie noch schneller als ich. Ich habe dich dahingehend informiert. Fertig. Kartoffel. Wofür ist die rote Truhe?
Für das Community Center. Kommen Sie zum Schmied? Ja. Ich bin jetzt bei dieser komischen Frau. Was soll ich da machen? Mal gucken. Entenfeder suchen wir. Hier, Bruschetta. Geil. Nee, hat sie nicht. Hätte ja sein können. Blaupause für Heiratsring. Okay. Der ist neu. Ja, das ist für Spiele untereinander. Damit die sich heiraten können. Oh, jetzt ist die Frage, wo ist Jodie? Ach, das ist... Ist das die Schreinerin? Nee, die Schreinerin ist Robin. Ah. Moment. Die Schreinerin heißt Robin, glaube ich. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Die habe ich noch gar nicht gesehen, beziehungsweise die habe ich noch gar nicht begrüßt. Warte, bleib hier! Was denn? Danke. Das ist aber lustig gebackt. Ist zufällig irgendjemand hier? Nein, okay. Schade. Elliot habe ich auch noch nicht guten Tag gesagt. Ah ja. Nichts von Belang. Man kann hier übrigens auch in den Mülltonnen suchen. Random Fact. Ah, ich habe Jodie gefunden. So, jetzt geht's erstmal ihren Blumenkohl. Nein, bleib hier! Bleib hier! Oh, jetzt rennt die ins Haus. Bleib stehen! Ah, geht doch. Sehr schön. Oh, hier liegt ein Brief rum. Ach, das ist das Zeugnis von dem Kind. Ups. Werbung auf Spotify. Mir reicht's. Du musst dich mal entscheiden. Entweder die Videospiele oder ich. Gut, das Drama werde ich nicht führen. Why not both? So, why not both? Mein zukünftiger Ehemann hängt hier am Computer und er bewegt sich nicht. Was ist mit ihm? Sebastian, bewegen Sie sich! Möchte Ihnen... Gibt so vom Stuhl. Hm. Möchte Ihnen einen Quarz geben. Das taugt schon wieder jemand, ein In-Game-Charakter. Fürchterlich. So. Jetzt ist es zu spät, um in die Mine zu gehen. Verdammt. Warum bewegt er sich nicht? Er bewegt sich! fällt einfach so tot vom Stuhl und dann so. Hm. Also, juhu! Wir könnten uns morgen übrigens mal zwei Hühner kaufen. Morgen? Ja. Warum nicht heute? Weil der Laden schon zu hat. Oh. Oh. Ach, schon 19 Uhr ist. Bist du gerade noch in der Mine? Nein, ich war gar nicht da. Na gut, ich versuch's nochmal auf Stufe 60 zu kommen. Good luck. Danke.
Leiter. Sehr gut. Plop. Plop. Jörp. Ah, nächste Leiter. Sehr gut. Damage. Ah, dieser DPS-Wert. Ist besser als Schaden. Ja, genau. Ach, das ist hier so ein... Ich muss alles, was hier rumkreucht, killen, Level, ne? Ja. Ist das jetzt Fluss oder Meer? Hm. Ist das jetzt Fluss oder Meer? Ein Meeresfluss. Wow. Philosophisch. Also, why not both, ja. Der Fluss des Meeres, ne? Ah. Ah, Flächenschaden. Der Dreizack des Todes. Oh. Mögen die Blobs vor mir erzittern. Perfekt. 58. Oh, schon 20 Uhr. Oh, das ist auch direkt ein Level up. Oder ein, eine Leiter. Jetzt geh weg, Blob. So. Ah, auf 59. 22 Uhr. Kristallfrucht. Die brauchen wir fürs Community Center. Haben wir davon nicht schon eine? Jawohl, eine Leiter. Level 60. Ein ich sehe hier keine. Möchte jemand den Kristall durchhaben? Ja. Kristall klingt doch schön. Okay, vielleicht 4 bis 10 Schaden plus 50 kritische Kraft und plus 5 Gewicht. Also der zerbrochene Dreizack, den wir bisher haben, ist Stufe 11. Ja. Okay, mein Schwert macht 8 bis 15 Schaden. Ja, also... Na dann, lieber doch nicht. Ich glaube, es ist besser als das Standardschwert, aber nur unwesentlich. Gut, wir sind jetzt auf Level 60 in der Mine. Yay! Exzellent. Party, party! Und ich habe eine Winterwurzel gefunden. Und ja, das... Brauchen wir, glaube ich, auch. Oh, warte mal, das ist jetzt für den Heizraum, ne? Mhm. Nee, für den Heizraum brauchen wir es nicht. Nee. Okay. Ich laufe erstmal zur Farm zurück. Dann gucke ich gleich nochmal nach, wo wir die Winterfrucht brauchen oder ob wir die wirklich brauchen. Also diese Kristallfrucht brauchen wir definitiv, die habe ich gesehen. Okay. In welchem Bundle denn? Ich glaube auch für den Heizraum. In einem. Als Speisekammer ist es nicht. Ach nee. Ach, oh, okay. Ja, ich hab's gefunden. Bündel sammeln Winter. Da brauchen wir diese Winterwurzel und die Kristallfrucht für. Sehr gut. Habe ich mich jetzt beides dabei. Wir brauchen zwar noch ein paar andere Sachen, aber das ist ja auch schon mal ein guter Anfang. So. Wo ist denn... Ach, da ist Hardwood. Da noch Steine. Ich habe eine gefrorene Geode gefunden. Die kannst du bei Gunther aufmachen lassen. Na. Nimmt er dafür eigentlich einen Zuschlag? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So dreist wie er ist. Ah, Blumenkohl. Ich habe ein neues Herstellungsrezept der Recycle-Maschine. Ah. Weil ich Fischen Stufe 4 habe. Ja, bau das Ding bitte mal. Da kannst du nämlich den Müll reinwerfen, so wie Treibholz und sowas. Also Treibholz, kaputte CDs und so Kram. Okay. Kannst du damit halt zu ja, sinnvoll verarbeiten. So. Ah, Holstein Eisenbahn. Erstmal gießen.
Verstehe übrigens nicht, warum dieses Kreuzchen weg ist mit das Ding immer anzeigen. Machen die das mit Absicht? So nach dem Motto, Bitch, please, ärgern? Meinst du das mit dem Werkzeug? Ja. Das funktioniert doch. Ja, aber ich weiß, warum die das nicht immer anhaben. Warum du das extra einschalten musst. Vielleicht wird's Leute stören, keine Ahnung. Irgendwas hat er sich vielleicht dabei gedacht oder dachte sich, oh ja. Nehme ich einfach irgendein Preset. Wo soll ich hier hinstellen? Kannst du neben dem... hier. In den Briefkasten stellen. Ich wollte gerade sagen, Mülleimer, aber... Nein, das war's nicht. Naja, manchmal sind Briefkasten sowas ja schon. Ja, je nachdem, wie viele Prospekte gerade drin sind. Ja. Wie lange arbeitet... Ach, die arbeitet jetzt mit ein paar nur, ne? Ja, ja, du kannst immer nur eine Sache da reinpacken. Oh Gott. Deswegen kannst du unter Umständen auch einfach mehrere davon bauen, die nebeneinander dahin stellen. Du wirst eh immer... Okay, das musste man natürlich wissen, ne? Wenn der Laden gleich auf hat, würde ich sagen, dass wir einfach mal dahin gehen und uns jetzt zwei Hühner kaufen. Ich eile. Heute ist Montag, hat er nicht zu? Müssen wir gleich mal gucken. Sonst müssen wir es aufs nächste Mal verschieben. Wenn wir dann Hühner haben, können wir die danach eigentlich auch ausbrüten. Also könnten wir. Das dauert ausbluten! Ausbrüten. Aus, es werden weibliche Hühner. Ausbluten. Ja, genau. Nun. Jetzt siehst du, da ist jetzt wie fein Quarz rausgekommen. Also raffiniertes Quarz oder so, oder wie das hier heißt. Ich kenne ja nur die englischen Bezeichner davon. Ich glaube, das heißt verfeinert das auf Deutsch, oder? Keine Ahnung, verfeinert, verarbeitet. Termine ist, glaube ich, was. Im Englischen ist es Refined Quartz. Achso, ihr wollt jetzt jemand den Kristall durch haben? Achso, ne, kannst du wegtun. Plus 5 Gewicht ist aber auch irgendwie kein toller Buff, habe ich den Eindruck. Ja, wobei, dann wirst du wahrscheinlich nicht so schnell von diesen Viechern irgendwie umgehauen. Ich glaube, Rückstoß ist nochmal ein eigenes Attribut. Nee, ordne das, das hier in dem Museum mal so ein bisschen, ne? Ja. Was hast du alles noch im Inventar gehabt? Nee, das was da jetzt auftaucht ist falsch. Ich sortiere hier nur ein bisschen, deswegen ploppt das da jetzt die ganze Zeit auf. Ja, ich spende tatsächlich mal eben was dem Museum. Oh, warte mal, vielleicht ist es, glaube ich, keine gute Idee, das jetzt zu machen, wenn du was umsortierst. Können wir das Quatsch für irgendwas gebrauchen oder müssen wir verkaufen? Was können wir für was gebrauchen? Sag mal, wenn du fertig bist mit deinem Umsortieren. Mhm. Weil ich würde gerne eben was spenden und dann wieder abzischen. Andererseits kann ich auch mal, mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt platziere. Ah, okay. Na gut. Geht. Jo. Ja, umso besser. Gut, dann gehe ich mal eben beim Community Center vorbei und lade da auch schon mal ein paar Sachen ab. Sieht doch schöner aus jetzt. Sehr schön. So. Hat die Frau mit dem Ordnungsfimmel wieder aufgeräumt. Sehr gut. Man kann jetzt mittlerweile übrigens auch Schilder mit Beschriftungen aufstellen, vielleicht ist das was für dich. wo war das jetzt? Nee, das mit dem Aquarium, das hat nur mit den Fischen zu tun. Der Heizraum war das jetzt noch nicht. Ich zahle 100 Gramm an jeden Fischliebhaber, der Forellenbarsch einmal fängt. Forellenbarsch hast du, haben wir schon verkauft. Also schon mal verkauft, also kann man auch mal... Der Angler. Hier in der Gruppe. Ja. Können Sie Forellenbarsch fangen?
versucht. Mal gucken, was sich fangen lässt, ja. So, Schnee, Süßkartoffeln und Krokus. Das ist ein Flussding, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich laufe mal bei der Tante mit den Hühnern vorbei. Ja. Ja. Boah. Weißt du zufällig noch, wann man das Pferd kriegt? Nee. Moment. Oder muss man hier den Pferdestall bauen? Man muss doch hier einen Pferdestall haben, ne? Ja. Stimmt. Aber ohne ging es sowieso nicht. Ich habe übrigens eine Sequenz getriggert. Die mit dem Abfluss. Okay. Ja, aber sind wir nicht vom... Oh. Hast du dieses Angeln? Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Ach ja. Das hat mich auch immer gefragt, woher man diesen Schlüssel bekommt. Ich hab den schon, aber es ist schon so lange her, dass ich den eingesammelt habe, dass ich nicht mehr weiß, wo der herkam. Schwarzbarsch war nicht gefragt, ne? Forellenbarsch. Forellenbarsch. Barsch war ja schon mal nicht ganz verkehrt. Kann das einfach nicht, ne? Ja. Immer diese Aggression Blum. Beim Angeln. Finde ich gar nicht, ich finde das voll entspannt. Gib's auf, ey. Ich habe jetzt 2 Stück gefangen. Ja, sie ist nicht da. Also sie ist da, aber sie will nichts verkaufen, offenbar. Ah, Manu. Boah, hier, ich habe hier noch chinesischen Pflaumenschnaps stehen, ey. Könnte ich trinken zum Angeln. Sonst würde ich den nie hinkriegen. Ballern. Ja. Der Sekt für meinen Abschied ist auch noch da. Kann man auch noch trinken. Ballern. Morgen wird das Wetter gut. Yay! Ballern. Ja. Immerhin konsequent. Immer konsequent am Ballern. Ja. Ballern. Kann der Schmied eigentlich mehrere Werkzeuge gleichzeitig verbessern? Nee, immer nur eins. Verdammt. Warum liegen hier Blumenkohl und Kartoffeln in unserer Kiste? Brauchen wir das für irgendwo? Eigentlich habe ich mir überlegt, dass wir mal eine Kiste mit dem ganzen angebauten Zeug von uns anfangen. Okay. Das war mein Ansatz dazu. Das heißt, dass wir von allem, was wir angepflanzt haben, ein paar Pflanzen auf Lager legen. Für den Fall, dass wir die irgendwo für mal brauchen. Hat sich als durchaus hilfreich erwiesen. Deswegen liegt auch die Kartoffel da drin. Falls du dich fragst. Oh, wir haben jetzt 15 Eisenbahnen. Richtig was mit anstellen. So, ich schmelze mal noch ein bisschen Eisen. Ja, und ich werde, glaube ich, bei nächster Gelegenheit mal die Gießkanne verbessern. Wenn wir genug Geld haben. Wir brauchen halt, glaube ich, 5000 für, aber wir brauchen halt auch noch für so einen Huhn so 1500 oder so, meine ich. Deswegen, ja. Vielleicht sollten wir einfach eine Truhe direkt in den Gang packen, wo wir alle den Kram reinpacken. Ja, den wir irgendwo reinlegen wollen und du sortierst das dann ein. Ich glaube, sonst kriegst du einen Anfall. Ja. Wir reinigen, ich glaube, ich keine schlechte Idee. Die Alles-Truhe. Ja, genau. Die Alles, die Incoming-Truhe quasi.
Ich bin halt so ein Systemmensch. Ja, pass auf. Ich mache jetzt hier, da, diese Truhe. Welche Farbe kriegt ihr jetzt mal? Das komische rosa Truhe im Eingang. Da kommt jetzt all möglicher Kram rein, der irgendwo einsortiert werden soll. Da, zack. Oh, hallo Katze. It's me. Ja, gut. Ja, Schmied wird sich wieder freuen, wenn ich vorbeischaue. Wahrscheinlich schon wieder die Dollarzeichen in den Augen. Ich gucke mal, ob unsere Höhle zufällig schon irgendwelche Früchte spawnt. Tatsächlich. Oh, das ist ja cool. Was denn? Eine Orange. Brauchen wir die Community Center. Relativ sicher. Das war irgendwo ein... Moment mal. Oder? Ich habe gerade Zeitungen recycelt und habe Fackeln bekommen. Ja. Okay. Ja. Tatsächlich. Nullwood. Die Orange brauchen wir für das Handwerkerbündel. Kann man mal machen. Das Handwerkerbündel ist sowieso etwas, was bei uns wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird. Da braucht man halt auch Käse und Kleidung für und sowas. Und halt Frucht. Also Bäume. Werbung bei Spotify ist immer geil. If you're happy and you know, I clap your hands. Was? So just random. Alles klar. Ist okay. So. Auf ins Bett. Lippi! Na gut. Dann beenden wir die Folge. Indem wir schlafen gehen, wenn ich schlafen könnte. Hallo. Ja. Gut. Dann haben wir es geschafft, ne? Also. Ja, bei mir wird es gerade nicht triggern. Na gut. Dann war's das. Wiedersehen! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, dann bis dahin.